Sendung Valentin Mutrasil auf Cracker.info jeden Dienstag um 20 Uhr. Zu Gast heute Thomas Patzlaff von der-runde-tisch-berlin.info. Ist das so richtig, Thomas? Ja, normal nach der Internetschreibweise ist es richtig. Okay, super. Also, ich habe den Titel jetzt angekündigt, die natürliche Person. Ist das so richtig? Ja, kommt drauf an, jetzt hin willst mit den Fragen, weil eben hast du auf UN und natürliche Föderationen angespielt, aber das Wechsel wirkt ja alles halt miteinander. Richtig, das wollte ich in subsumieren. Das heißt, ich möchte also einen Überblick. Ist es für den 0815 Menschen nötig und möglich, eine natürliche Person zu sein und das untergeordnet unter einer natürlichen Föderation statt der UN? Ja, also mit der natürlichen Person zu sein ist natürlich ein Problem, weil die natürliche Person ist ja eine Norm und eine Norm ist ja nicht belebt. Also eine natürliche Norm kann man nur besitzen oder seinen Anspruch darauf erheben oder ihn benutzen. Aber man kann es nicht sein. Sein kann man nur ein Mensch. Das ist also erstmal eine grundsätzliche Frage, die gerne durcheinander gebracht wird. Und deswegen muss sich das jeder immer wieder vor Augen führen, dass es sich um eine Norm handelt. Und eine Norm besitzt man oder nutzt man. Das ist eine Norm. Okay. Also jetzt mal ganz praktisch. Ich bin durch halb Europa getingelt mit meinem Ausweis, mit meinem Perso. Wirklich nur meinen Schlafsack und ein bisschen Geld und den Perso 3 Monate durch ganz Europa getingelt. Wenn ich natürliche Person wäre, hätte ich dann einen Perso und wäre es dann auch so einfach rumzureisen? Also, die natürliche Person ist ja normativ ans deutsche Recht gebunden, weil in Deutschland ist es ja als erstes irgendwo geregelt worden über das BGB. Grundsätzlich ist aber die natürliche Person als Norm, die das Namensrecht beinhaltet, überall irgendwo verankert. Und letztendlich ist es aber ein Namensrecht, was sich dahinter verbirgt und die Rechtsfähigkeit. Zum Reisen brauche ich als Mensch normalerweise keine Papiere, aber da wir ja durch verschiedene Hoheitsgebiete reisen, wo Gewaltanwendung in irgendeiner Art und Weise präsent ist, ist es halt manchmal notwendig, so ein Dokument zu haben, aber rein nach Naturrecht normalerweise ist Reisen frei und bedarf keiner Papiere. Da wir aber nicht nach Naturrecht fundiert sind momentan, zumindest die Mehrzahl der Menschen nicht, und gerade in Europa nicht, und wir uns ja formal im Kriegszustand befinden, muss man halt auf die Gegebenheiten in den entsprechenden Besatzungszonen achten und dann kann es schon sein, dass man den braucht. Okay, wir sind im Krieg. Das heißt, wir haben seit 1945 eigentlich die BRD. Nein, die kam später, Entschuldigung. Wir haben seit 1945 eigentlich die Kapitulation, die vollständige vom Deutschen Reich. Und dann wurde die UN aus der Taufe gehoben mit 2 Feindstaaten. Das war Japan und Deutschland. Bin ich da jetzt richtig? Nicht ganz, weil der Kriegszustand dauert seit 1914 an. Und 1945 war ja bloß die Beendigung des zweiten Kampfaktes sozusagen. Und die UN ist nicht nach 45 gegründet worden, sondern die UN ist 42 gegründet worden mit einer Charta zwischen Amerika und England. Und 45 sind bloß die anderen Mitglieder beigetreten unter der Option, dass sie sich der obersten Militärregierung der Amerikaner unterstellen und dafür als Gegenleistung einer Ausschlachtung Deutschlands einen Anteil gekriegt haben. Das ist die korrekte Reihenfolge. Danke. Also ich fasse zusammen. Seit 1942 gibt es die UN, danach kamen die anderen Staaten dazu und das ist praktisch während des Krieges entstanden und ich habe einen Titel gelesen, wonach die UN eigentlich als feindlich dem deutschen Land praktisch gesonnen war. Ne? Also ist es immer noch so? Also die UN ist natürlich im Krieg entstanden, das ist richtig, und mit den Kriegsgegnern begründet worden, die mit dem Deutschen Reich im Krieg standen. Und da der Kriegszustand nicht beendet ist, ist die UN nach wie vor formal definitiv im Kriegszustand mit uns.
Faktisch natürlich auch, weil wir ja unter diversen Begrenzungen leiden, wobei mir eine Information vorliegt, dass diese Feinstaatenklausel wohl außer Kraft sein soll, aber nur im Sinne einer Suspendierung. Wobei ich habe das nicht weiter tief verfolgt, weil das ist unwichtig, da diese Normen ja von unseren Kriegsgegnern geschaffen worden sind innerhalb eines Krieges. Und innerhalb eines Krieges können keine wirksamen Normen geschaffen werden, weil dazu die Vertragsfreiheit fehlt, weil auch Normen sind eine Art Vertrag, bloß ein etwas größerer Vertrag als normale Vertragswerke. Und die bedingen immer, um in Geltung zu kommen oder zu treten, die Freiheit aller Partner, die daran beteiligt sind. Und das heißt, auf Deutsch, seit Beginn des Ersten Weltkrieges konnte im Völkerrecht keine Norm in Kraft gesetzt werden. Es konnten also bestenfalls militärische Anweisungen definiert werden, aber es sind keine Normen im völkerrechtlichen oder sonst wie normative Betrachtung. Ebenso konnte natürlich im völkerrechtlichen kein einziger Vertrag in Wirkung treten. Also ist letztendlich die Gründung der UN auch nur eine Kriegslist, nicht mehr, nicht weniger. Also es ist eine Organisation innerhalb der Feinstaaten, die sich aus ja, praktischen Gründen zusammengestellt hat und die den Anschein erweckt, als hätte sie eine Rechtsfähigkeit, die hat sie aber nicht. Weil dazu hätte vor der Entstehung erstmal eine Friedenssituation entstehen müssen, und zwar eine echte, die also keinen offenen Regelungsbedarf hat, so wie die Situation, die wir jetzt haben. Jetzt sind wir ja ungeregelt, das heißt, wir sind nicht im Frieden, sondern wir sind in der Waffenruhe. Ah ja, alles klar. Das heißt, de facto haben wir seit 1914 den Krieg, wie die Engländer auch sagen, der zweite Dreißigjährige Krieg. Und wir sind eigentlich noch dabei, formal gesehen. Und was wäre jetzt die Lösung? Dass wir ein deutsches Reich wieder aus der Taufe heben, also eins mit einem deutschen Kaiser? Was schwebt dir vor? Ja, also aus formellen und auch aus Betrachtung der normativen Kraft des Faktischen heraus gibt es eigentlich keine große Auswahl an möglichen Wegen, weil wir haben im Völkerrecht das Problem, dass aufgrund der Länge dieses Konfliktes, der ja nun schon im 99. Jahr ist, nächstes Jahr mal 100-jähriges Jubiläum, das heißt also 100 Jahre Krieg am Stück, was sich in der Geschichte als derzeit einzigartig darstellt, haben wir ein Problem, dass diese Kontinuität des Kriegszustandes das Völkerrecht für so einen extrem langen Zeitraum außer Kraft gesetzt hat. Und damit ist natürlich das Aufleben lassen des alten völkerrechtlichen Status, der vor Beginn dieses Krieges präsent war, de facto nicht mehr möglich, auch aus formalen Gründen nicht, weil die alten Legitimationsketten zumindest auf deutscher Seite gebrochen worden sind. Das heißt, auf deutscher Seite gibt es keine Rechtsnachfolger, die tatsächlich noch eine gültige Legitimation vorweisen könnten, was aber Voraussetzung wäre, um die Kriegssituation formal korrekt zu beenden. Das heißt also, sowohl formal geht es nicht, wie auch faktisch, weil die Generationen, die heute geboren worden sind, natürlich null Bezug zum Krieg haben. Und für die ist es so ja total abstrus, über Krieg zu reden, weil sie kriegen ja nicht mit, dass der Krieg sein Gesicht geändert hat, dass aus dem Krieg, der mit Waffen geführt worden ist, ein Wirtschaftskrieg gelaufen ist, dass daraus soziale Kriege sich entwickelt haben, und die ganzen Nebenkriegsschauplätze werden halt als separate Kriege bezeichnet. Und deswegen haben wir aus formalen und praktischen Gründen eigentlich nur noch einen einzigen Ausweg, und der ist der Anfang von vorne. Und der hat natürlich auch seinen Hintergrund aus pragmatischen Betrachtungen, weil das Deutsche Reich ist ja noch nie aus sich selbst heraus entstanden. Das Deutsche Reich, egal wann wir es uns angucken, ist immer eine Konstruktion gewesen, die uns übergestülpt worden ist von außen, aus bestimmten ideologischen Kreisen oder aus bestimmten Machtklicken. Und jetzt hätten wir dadurch, durch diesen langen Kontinuitätsbruch im Völkerrecht, die einzigartige Chance, von unten nach oben, so wie die Amerikaner so schön sagen, als Graswurzelbewegung, tatsächlich aus eigener Kraft einen echten neuen Staat aufzurufen und zu platzieren. Und natürlich macht es Sinn, das unter Inanspruchnahme des Erbanspruches, weil warum sollen wir das verschenken, den Erbanspruch, wofür unsere Generationen Blut und Schweiß geopfert haben und sich mächtig eingestrengt haben. Also den Erbanspruch, der lässt sich formal definieren, indem wir die Staatsangehörigkeit vom Deutschen Reich weiterhin übernehmen. Aber trotzdem, dieses nur aus formalen Gründen, um den Erbanspruch zu realisieren, aber trotzdem definitiv eine Neubegründung machen,
Das heißt, über Souveräne, die Tatsache handlungsfähig sind, das ist ja der erste Schritt, in die Souveränität zu gehen, raus aus den Verträgen, die in die Nichthandlungsfähigkeit führen, rein in die Handlungsfähigkeit, Zusammenschluss aller derer, die diesen Status erreicht haben und mit denen dann einen neuen Staat von unten nach oben begründen, wofür wir im Prinzip den Keim schon gesetzt haben. Also die Arbeit ist schon gemacht, muss bloß noch erweitert werden. Nichts mehr. Verzeihung. Also die Vorarbeit wurde gemacht. Das heißt, was im konkreten Fall können wir da jetzt anknüpfen? Wo können wir da jetzt anknüpfen? Ja, also anknüpfen, erstmal sollte jeder für sich ein tieferes Verstehen erstmal aufarbeiten der Situation, um das überhaupt realisieren zu können. Und der erste Schritt ist natürlich immer der Schritt raus aus der Sklaverei und aus der Position des Humankapitals, wo ja der Mensch zur Sache und zum Ding umstrukturiert worden ist, zum Eigentum fremder Mächte. Also erstmal muss natürlich der Schritt sein, da rauszugehen. Das heißt, seine Souveränität als Mensch wieder in Kraft zu setzen. Das kann man mit einer Proklamation, mit einer Erklärung realisieren. Relativ einfach, nach Naturrecht auch nicht genehmigungspflichtig, weil Naturrecht ist nicht genehmigungspflichtig, das existiert aus sich selbst heraus. Und damit erstmal die Handlungsfähigkeit in der Person wiederherstellen oder im Menschen. Dann seine Ansprüche wieder definieren, sich formal klarstellen. Also ich habe es ziemlich aufwendig gemacht, weil ich habe nach der Erklärung meiner Handlungsfähigkeit und meiner Wiederherstellung der Rechtsfähigkeit als Mensch gleichzeitig ein Völkerrechtssubjekt gegründet, das heißt also einen Mikrostaat, mit diesem meine eigene normative Landschaft geschaffen, das heißt meine eigene Verfassung definiert, mein eigenes Gesetzbuch definiert und noch so ein paar Rahmennormen, damit ich Rechtssicherheit nicht nur für mich habe, sondern auch im Außen, damit also jeder, der mit mir irgendwie ins Gespräch kommen will oder irgendwie in Vertrag gehen will, sehen kann, woran er bei mir ist. Und damit habe ich erstmal meine Handlungsfähigkeit sowohl sachlich wie auch formal hergestellt. Und damit kann ich jetzt beliebig aufbauen. Und habe dann logischerweise als nächsten Schritt andere inspiriert, das auch zu tun. Und dann haben sich daraus einige zusammengefunden. Und diese Gruppe hat sich dann geeinigt, eine übergeordnete Körperschaft zu bilden. Das ist die Einigung der deutschen Souveräne. Einigung deutscher Souveräne und sie bildet sozusagen eine etwas größere völkerrechtliche Körperschaft. Auch wenn sie sich nicht als Rat noch nicht bezeichnet oder als Non-Government-Organisation oder Government-Organisation oder wie auch immer. Man gibt ja verschiedene Rahmenbedingungen für Körperschaften. Wir haben uns extra auf keine festgelegt, weil wir von unten nach oben auf Grundlage des Naturrechts, auf Grundlage der Souveränität jedes Einzelnen, eben nicht mehr in die Verzwickung und Vernetzung mit beständigen Normen gehen wollten, um jetzt keine rechtlichen Probleme zu konstruieren. Darum haben wir gesagt, das reicht, wenn wir als Einigung Bestand haben. Damit sind wir ein größeres Völkerrecht, weil also nicht nur aus einem Wesen besteht, sondern aus mehreren und haben damit Staatsqualität. Die Gründung ist korrekt folgt mit einer entsprechenden Gründungsurkunde, die auch urkundlich von Hand ausgefertigt worden ist und die einem Gründungsakt vollumfänglich formal entspricht. Und damit haben wir sozusagen den ersten deutschen Mikrostaat gegründet, der Tatsache von Souveränen gebildet worden ist. Eine Keimzelle oder ein Kristallisationspunkt, der gezeigt hat, dass es geht, der gezeigt hat, wie es geht und an den sich jetzt jeder andocken kann. Und damit haben wir eigentlich schon die Straße geebnet, wo jeder sagen kann, oh, das war gut und das unterstützen wir und da beteiligen wir uns dran. Okay, an welche Anlaufadresse geht jetzt der Zuhörer? Ich habe hier die Bindestrich natürliche mit UE geschrieben, Bindestrich Föderation mit UE.org. Ist es die richtige Anlaufadresse? Also die natürliche Föderation ist sozusagen der Entwicklungspunkt, der auf globaler Ebene platziert worden ist als Pendant zur UN, weil die UN ist ja kein Völkerrechtsorgan im friedlichen Sinne, sondern ein Kriegsorgan. Und da die Notwendigkeit meiner Sicht besteht, dass wir auch global ein Organ brauchen, wo sich andere Nationen miteinander verständigen können, und zwar friedlich,
Aber die natürliche Föderation, sie ist sozusagen die öffentliche, globale Plattform, wo jeder, alles, was von völkerrechtlicher Bedeutung ist, proklamieren kann, wo entsprechende Veröffentlichungen gemacht werden können, wo Erklärungen geschrieben werden können und so weiter. Und dort sind die Souveräne, die sich im völkerrechtlichen Sinne, neu begründet haben, auch entsprechend, gelistet und proklamiert. Aber für unseren nationalen Bereich ist natürlich Einigung minus deutscher minus souveräne.org die Ansprechstelle, weil dort agieren wir auf nationalen Rahmen, weil wir brauchen ja auch einen eigenen Staat oder ein eigenes Land, eine eigene Nation, wie auch immer, weil der Begriff ist ja nicht ganz unbefangen. Das ist dann die richtige Ansprechadresse. Gut, dann werde ich unter dieser URL auch das Video praktisch darauf hinweisen. Statt die anderen zwei URLs werde ich diese nehmen. Und wie siehst du die Chancen? Wir hatten jetzt eine Umfrage von 1000 Haushalten, ob der Deutsche eine Monarchie wieder haben möchte. Auch wenn es nur eine Scheinmonarchie ist, eine repräsentative. Und 62% dieser 1000 befragten Personen haben sich dafür ausgesprochen. Wie siehst du das gegenüber einem deutschen eventuellen Kaiser neben dem Präsidentenamt? Also da sieht man deutlich an so den Ergebnissen, ganz unbefangen davon, wer sie denn kreiert hat, ist ja nicht ganz unwichtig, dass im morphischen Feld immer noch so bestimmte Propaganda präsent ist. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben und so, ist ja lange als völkisches Lied rumgegangen. Und die Treue zum kaiserlichen Reich war ja doch sehr verbreitet. Und das sind, denke ich mal, noch die Reste, die im morphischen Feld davon drin sind. Aber aus moderner Sicht oder aus Sicht des heutigen Entwicklungsstandes halte ich die Monarchie für nicht wirklich brauchbar, selbst wenn es nur eine repräsentative ist. Weil wir sind eigentlich schon weiter in der Entwicklung und wir brauchen diese alten Strukturen nicht, sondern wir sollten die Chance, wo wir sowieso was Neues aufbauen können und müssen zwingend, sollten wir nutzen, auch neue Strukturen zu entwickeln. Und da schwebt mir halt dieser Think-Gedanke vor, der von anderen auch schon lanciert wird. Das heißt, dass Hierarchien nicht mehr pyramidal strukturiert sind. Ich sage ja immer horizontale Strukturen anstelle von vertikalen Strukturen. Und dass dann natürlich auch in so Strukturen gewisse Aufgaben delegiert werden müssen, ist ja klar. Aber sie werden dann nach anderen Kriterien delegiert und der entscheidende Unterschied ist halt der, dass dort nicht regiert wird, sondern da wird vertreten. Das heißt, wenn wir aus nationaler Sicht die Sache mal im idealen Szenario betrachten, dann gibt es natürlich für die deutsche Nation auch eine Vertretung nach außen. Die muss natürlich kompakt sein, ist ganz klar. Aber diese Vertretung ist eine Vertretung und keine Regierung. Das heißt, sie ist Sprachorgan, die dann Tatsache den Willen des Volkes umsetzt und die aber jederzeit in Vollverantwortung handeln, auch abberufen werden kann. Weil was wir jetzt momentan haben, ist ja nur deswegen entartet, weil die Unsitte der Immunität eingeführt worden ist, womit ja der Kriminalität und der Korruption Tür und Tor geöffnet worden sind. Das heißt, an und für sich ist das, was wir haben, strukturell ja nicht mal so schlecht, aber durch diesen Freifahrschein, durch diesen Passierschein für jede Kriminalität ist es natürlich entartet. Und die Beauftragten oder die vom Volksbeauftragten scheren sich nicht mehr um ihre Auftraggeber, weil sie haben sich selbst rausgenommen aus der Rückwirkung, also aus der Verantwortung. Und diese Strukturfehler lassen sich natürlich mit einfachen Mitteln heilen. Und dann können wir etwas aufbauen, was jetzt nicht unbedingt der Demokratie entspricht oder demokratisch ist, weil Demokratie erzeugt ja Minderheiten zugunsten von Mehrheiten. Und der Ting-Gedanke ist ja ein bisschen was anderes. Da werden ja die Regelungen dort geregelt, wo der Bedarf ist, also in der Gruppe, und da lässt sich so weit anders machen. Das heißt, da kann man durchaus eine 100% Regelung immer anstreben und auch realisieren aus pragmatischen Gründen. Und das kann man mit Demokratie nicht mehr bezeichnen. Das Okay. kann man aber auch nicht mit Anarchie bezeichnen. Da muss man, wie gesagt, an die alten Gewohnheiten rangehen. Ja, bitte. Gut, dann möchte ich also wissen von dir,
Der Kaiser und der König und der selbstständige Staat war ja eine Konstruktionsform der alten Weltordnung. Es geistert ja immer wieder die neue Weltordnung durch die ganzen Sendungen. Zu was würdest du dich zurechnen? Ich weiß, neue und alte Weltordnung, das sind nur Parolen für mich. Also haben eigentlich wenig Substanz, aber wie siehst du das? Also es sind natürlich Propagandabegriffe, das ist schon richtig. Alte Weltordnung zurück, wer will schon zurück in die Zukunft, ist unpraktisch, weil wir haben uns entwickelt. Die gesellschaftlichen Strukturen sind völlig anders heute als früher. Auch die Technik hat sich entwickelt, die geistige Entwicklung hat sich verändert. Also da bin ich grundsätzlich kein Freund von. Und so viele positive Merkmale hatten diese alten Strukturen auch nicht, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, die man aber durchaus integrativ in neue Konzepte übernehmen kann. Und die andere Variante, jetzt habe ich irgendwie einen Faden verloren, also eben mal die alten Strukturen zurück und ach so, neue Weltordnung, ja genau. Neue Weltordnung ist ja ein Schlagwort, Begriff, der ist sehr unspezifisch und polemisch. Unter neuer Weltordnung kann man natürlich immer runterschieben, was man gerade braucht. Also so eine Begriffe sind unpraktisch, um darüber zu diskutieren. Besser ist es zu sagen, wir brauchen neue Strukturen, das ist schon richtig. Und wir brauchen neue Ordnungssysteme, aber Ordnungssysteme nicht in dem Sinne, wie wir sie gewohnt sind. Weil die Ordnungssysteme, die wir bisher gewohnt waren, wurden uns immer aufgezwungen. Und wenn wir denen nicht gefolgt sind, gab es Bußgelder, weil die Verbindung zur Kirche wieder ganz klar offenlegt. Das heißt, die Kirche als Oberhaupt der Welt ist nach wie vor präsent. Entsprechend agiert der Papst ja auch zuweilen mal ganz öffentlich. Und diese Strukturen, denke ich mal, sind hinfällig und überfällig. Die müssen entsorgt werden. Und wenn der Mensch als Mensch wieder in Erscheinung treten will und seine Fähigkeiten weiter voranbringen will, dann braucht er auch angepasste Strukturen, angepasste Hierarchien. Und da können wir mit diesen alten Begrifflichkeiten, denke ich, nur wenig anfangen. Da sollten wir dann uns dürfen, da zu leicht rinzukommen. Und deswegen, wir brauchen neue Ordnung, wir brauchen neue Strukturen, ist richtig, aber wir brauchen nicht die neue Weltordnung, so wie sie propagiert wird. Weil das ist eine zentralistische Idee, die von bestimmten Machtkreisen schon seit Jahrhunderten angestrebt wird. Und das ist aber nicht das, was uns in die Freiheit bringt, sondern in die vollständige Versklavung. Deswegen sollte man wegen der Assoziationen der Begrifflichkeiten da ein bisschen aufpassen und sehr differenziert die Worte in Anwendung bringen. Also neue Ordnung ja, aber nicht im Sinne des alten Propagandabegriffs. Und es muss eine dynamische Entwicklung dabei berücksichtigen, weil wir kommen ja aus einer sehr schweren Situation. Wir sind extrem schwierig sozialisiert. Wir sind in einer Intelligenzbetrachtung ziemlich weit abgefallen durch die Fremdmanipulation, gerade hier im Deutschen Reich oder im neuen Deutschland, wie auch immer man es bezeichnen will. Und da gibt es also einiges, was wieder rehabilitiert werden darf und was wieder repariert werden darf. Und das ist ein Prozess, der, denke ich mal, Jahrzehnte dauern wird. Und deswegen müssen wir uns also, egal was wir machen, auf ein gutes Stück Dynamik dabei einstellen. Ein gutes Stück Dynamik. Also wir sollten ein Netzwerk aufstellen, was in der Lage ist, etwas zu bewegen. Es ist aber die Frage, warum führt uns das in die totale Versklavung? Was ist es denn genau, was uns versklavt? Aus dem Status quo heraus führen uns die Abhängigkeiten, die etabliert worden sind, mit sehr viel Aufwand und sehr viel Blut in die Versklavung, weil im Zusammenhang mit den Strategien, die man dazu verwendet hat, also Brot und Spiele zum Beispiel, Teile und Herrsche, alle untereinander in Feindschaft bringen und so weiter, eine einseitige Orientierung haben statt sein, Kapital als Ersatz für echtes Leben oder für Lebensqualitäten, Quantitäten statt Qualitäten und so weiter. Da sind genau die Punkte, wo ganz massiv manipuliert worden ist, und das schon über einen sehr langen Zeitraum. Und deswegen sind wir in einer ziemlich schwierigen Lage. Und die rückabwickeln ist natürlich nicht einfach, weil die Situation jetzt, wie sie so beständig ist, ist ja sehr tief verwurzelt in allen Strukturen. Dort gibt es ja Zwänge, und die Zwänge sind ja für die heutigen Generationen die Normen, in die sie reingeboren worden sind.
Das heißt, die Kriminalität, die im System fest etabliert worden ist, die früher noch für die alten Generationen sichtbar war, ist für die heutigen Generationen die Norm. Und die Norm ist immer das Regularium, was eigentlich ja, der Mainstream ist. Und deswegen ist es natürlich heute schwierig bei jemandem, der noch in diesen Strukturen ist, das zu erkennen. Also die Aussteiger haben schon ganz schön harte Arbeit zu bewältigen, um aus der Norm auszusteigen und zu erkennen, dass diese Norm durch und durch problematisch ist. Und arbeitet ist machbar, bin ich mir ganz sicher. Okay, jetzt habe ich natürlich in der Richtung auch schon ein bisschen Informationen gesammelt. Ich habe 4 Bücher gelesen, noch mit Professor Vogt gesprochen über die neue Weltordnung. Also 91 hat die Bush ausgerufen. Und da ging es darum, dass Recht und Gesetz vor dem Dschungelgesetz Vorfahrt habe. Bei der alten Weltordnung handelt es sich im Gemeinen so zu bezeichnen, also als die Herrscher in Form von Erleuchteten, welche Papier und Technik überhaupt nicht notwendig haben. Dem entgegengesetzt steht der normale Mensch, der mit seinen 5 Sinnen, also ohne drittes Auge, agiert und der nicht weiß, wenn er in eine andere Stadt fährt, wer gerade ihm gegenübersteht. Das können nämlich Erleuchtete. Die haben ein erhöhtes Bewusstsein, die wissen sofort, wer ist, ohne irgendein Perso zu sehen. Ich weiß, es klingt jetzt ziemlich abwegig, aber es ist nun mal so. Und das ist für mich die alte Weltordnung. Und die neue Weltordnung ist eben Recht und Gesetz. Und die wird halt eben durchgedrückt mit allem, was die Möglichkeiten haben, ne? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie organisieren wir uns? Das ist natürlich dann die Frage, ne? Glaubst du an so eine Erleuchtung und an so eine spirituellen Themen eigentlich auch? Glauben ist immer eine Sache. Glauben ist das Gegenteil von Wissen. Und wenn ich im Glauben agieren würde, dann wäre ich wohl nicht da, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich bin ganz schnell vom Glauben zum Wissen übersiedelt, weil das ist einfach die bessere Basis. Und natürlich glaube ich an oder ich weiß natürlich aufgrund meiner Erfahrung, dass es eine spirituelle Seite im Leben gibt und dass wir als geistige Wesen außerhalb der materiellen Spielebenen, der wir hier uns bewegen, natürlich noch ganz andere Möglichkeiten und Reichweiten haben. Und da liegt ja auch die Krux, wo der Hauptausstieg erfolgen muss. Weil erstmal muss der Mensch sich hat zum Fleischklops machen lassen, zum Humankapital, zum Ding. Der muss erstmal für sich erkennen, dass er als Mensch eine ganz andere Qualität hat und dass er als Mensch ein geistiges Wesen ist und dass dieses geistige Wesen die Instanz ist oder die Kraft, die den Körper überhaupt am Leben hält oder treibt. Und erst wenn dieser Erkenntnisprozess grundlegend in seiner Kernerkenntnis gelaufen ist, dann sind Veränderungen überhaupt möglich. Solange die Menschen noch nicht wissen, dass sie geistige Wesen sind, sondern denken, Mensch ist nicht weiter als eine bestimmte Form von Zuchtvieh oder Fleischklops, wie ich mal so gerne sage, solange haben die natürlich kaum eine Chance, aus diesen ganzen Regularien rauszukommen. Das heißt, das ist ein Entwicklungsprozess und dieser Entwicklungsprozess scheint immer schneller zu laufen, weil immer mehr diesen spirituellen Weg, wie er gerne bezeichnet wird, begehen, wobei natürlich der auch seine Spielwiesen hat, die vom System geschaffen worden sind, die dann gespickt sind mit Verwirrungen und mit Bremsen und Blockaden, die diesen Weg nicht unbedingt einfach und leicht machen. Aber ohne diese geistige Entwicklung kommen wir aus dem Sumpf nicht raus. Genau, die geistige Entwicklung. Der Mensch ist geschöpft aus der geistigen Welt und kommt zur Materie. Man sagt ja auch Niederkunft, ne, vor der Geburt. Wie kommst du darauf, dass wir geistige Wesen sind? Ich meine, das wissen ja die wenigsten. Und in dem Zusammenhang, glaubst du an einen Schöpfer und wie sieht der aus? Muss ich ein bisschen schmunzeln. Die Sache mit dem Schöpfer kommt mir immer wieder vor die Nase. Aber ich glaube nicht an einen personalisierten Schöpfer im Sinne der Märchen, die so darum geistern in den verschiedenen Glaubensrichtungen. Dass ich ein geistiges Wesen bin, habe ich spätestens da erfahren, als ich als geistiges Wesen ohne meinen Körper unterwegs war und feststellen durfte, dass ich ganz andere Wahrnehmungsmöglichkeiten habe und dass es doch voll cool ist, sich ohne den Körper als geistiges Wesen zu bewegen. Fand ich schon mal sehr beeindruckend. Und den Schöpfer oder das, was als Schöpfer bezeichnet wird, habe ich also auch schon persönlich in der Kommunikation gehabt, weil ich mich mal experimentell umgebracht habe,
Da ist ein Experiment ein bisschen über Ziel hinausgeschossen und da war ich dann mal eine gewisse Zeit lang richtig tot und war in der Quelle drin. Ich deswegen immer lieber Quelle, weil die ist frei von Ideologie. Und in der Quelle gab keine Personalisierung im eigentlichen Sinne und da war ich alleine. Weil die Quelle ist außerhalb von Raum und Zeit, weil die ist der Punkt, wo alles mal losgegangen ist. Und meine Erfahrung war einfach nur gut und ich muss sagen, ich habe mich da aufgehoben gefühlt. Und das prägnanteste Gefühl war komischerweise nicht Liebe, sondern das prägnanteste Gefühl, was ich da hatte, was also nicht zu toppen war, war endlich zu Hause sein, Heimat. Und daher wusste ich, dass ich in der Quelle war, weil nur dort ist dieses Heimatgefühl in dieser Qualität realisierbar. Da fühlte ich mich wirklich zu Hause aufgehoben, ohne Wenn und Aber. Und da gab es auch nichts anderes, was in irgendeiner Form relevant war. Und nach diesem Erlebnis sind ja meine Ängste, die ich vorher als Jugendlicher mal bezüglich Tod und so was hatte, verflogen. Damit wurde mir klar, dass unsere Existenz nicht an dieses Leben, was wir hier im Fleischlichen haben, gebunden ist. Und nachdem ich dann spätestens, nachdem ich dann alte Tode durchlaufen habe, wo ich mal gehängt worden bin, oder nachdem ich die Zeugung durchlaufen habe, wo ich das in die Zelle gekommen bin in diesem Leben, und was ich dabei so empfunden habe, weiß ich, dass der Geist halt auch schon vor dem Körper da ist und dass er die schöpferische Instanz ist und dass die vom Körper nicht zwingend abhängig ist. Sie hat eine feste Verbindung, wenn sie ihn geschaffen hat, aber wenn sie keinen hat, ist sie davon unbefangen, völlig frei in ihrem Handeln und Tun und ist also in der materiellen Welt, so wie wir es kennen, abhängig. Und diese Erfahrungen sind natürlich gelebte Realität, weil das waren meine persönlichen Erfahrungen und da weiß ich und brauche nicht zu glauben. Das ist ja wunderbar. Ich habe auch schon einen gehabt, den wollte ich interviewen. Das war ein Missionar aus Sibirien und der hat auch eine Nahtoderfahrung, beziehungsweise er war tot. Im Krankenhaus wurde wiederbelebt und auch er spricht von einer Erfahrung, dass er praktisch auf einer schmalen Straße entlang ging in den Himmel und da gab es noch eine ganz breite Straße, da gingen alle lang. Die wollten sich nicht von der Materie lösen. Und ja, das ist mir ein Rätsel gewesen damals, wie das sein kann, aber ich kann das, was du sagst, nur bestätigen aus meiner Erfahrung. Ich hatte mal kurzzeitig mein drittes Auge fast, also ich würde sagen, es war geöffnet und ich hatte eine Brücke ins Jenseits und konnte mich mit der Vergangenheit und mit der Zukunft unterhalten. Also ich habe da Entitäten gehabt um mich herum, die sich mit mir ausgetauscht haben über die Vergangenheit, die Zukunft, bevor ich dann mit Biotoxinen praktisch behandelt wurde. Und seitdem sind die Erfahrungen leider nicht mehr da. Und da hatte ich eine Brücke ins Jenseits. Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass ich mich mit meiner Mutter nach meinem Tod unterhalten werde im Jenseits. So sieht denn da gerade verfolgt und sich nicht gerade einen neuen Körper gesucht hat und irgendwo rumspielt. Das heißt, wir sind ja variabel. Wir können uns ja immer wieder entscheiden, wenn wir ein Spiel beendet haben, ob wir dann ins nächste gehen oder nicht und ob wir dann nochmal auf diese Spielwelt gehen, wo wir uns jetzt gerade befinden oder ob wir andere Ebenen anlaufen. Also aus meinen praktischen Erfahrungen mit Rückführungen, die ich mit anderen gemacht habe, weiß ich, dass es also auch andere Weltenkonzeptionen gibt, die völlig anderartet sind als unsere physische Welt, die wir hier so kennen. Also die Grenzenlosigkeit der möglichen universellen Existenzen ist schon interessant und ich habe da gerade mal eine Oberfläche gekratzt, weil ich gar nicht so viel Zeit investiert habe, ein paar hundert Stunden vielleicht. Aber was ich da zu erfahren gekriegt habe, war schon außergewöhnlich. Kannst du Und bestätigen, dass das Ich eine Illusion ist in dem Jenseits manchmal? die Illusion, was heißt Illusion? Illusion ist ein großes. Dass praktisch das Gegenüber im Jenseits sagt, ich bin du und du bist ich. Also ich bin du und du bist ich, ist eine ziemlich schizoide Situation, die sowohl im materiellen wie auf geistigem Niveau nicht ganz unproblematisch ist, weil wenn ich als geistiges Wesen außerhalb jeder anderen Inkarnation solo unterwegs bin, dann bin ich auch ich. Und wenn ich irgendwo gerade inkarniert bin und am Spielen bin, dann bin ich auch ich. Das heißt, die Ich-Bewusstsein oder die Ich-Wahrnehmung ist in jedem Punkt des Spiels immer präsent, solange man nicht wieder in der Quelle ist. Das ist Weil schon das Ich richtig. ist ja erst ein. Das ist schon richtig. Aber meine Nahtoderfahrung war dahingehend, dass ich wusste, was dieser Geist mir gegenüber wusste.
Und er wusste, was ich wusste. Und somit gleichzeitig zwei Ich gegenüberstanden, die nicht materiell waren. Also ich war ein Geist. Und ich wusste genau, was er weiß. Und er hat mir dann nur gesagt, ja, ich bin du. Und wir sind alle eins. Ja, kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, wobei ich diese Erfahrung aus meinen Erlebnissen nicht habe. Weil als ich in der Quelle war, war ich dort definitiv alleine und ich war nur im Zwiegespräch mit mir, als denn die Frage stand, ja, was mache ich jetzt damit? Bleibe ich da und sonne mich in diesem Newton-Gefühl oder gehe ich wieder zurück? Und dieses Zwiegespräch war aber nicht in dieser Art und Weise, dass ich das so geteilt wahrgenommen habe. Das war eine Art innerer Kommunikation in mir als einzelnes Ich oder als Selbst. Und da waren keine anderen personellen ja, Kommunikationspart da. Das ist total abgefahren, Situation. Also da habe ich keine passende Erfahrung, die das jetzt bestätigt oder so. Na gut, wir sind ein bisschen abgewichen jetzt von der natürlichen Person, aber das ist natürlich auch live und da können wir reagieren. Es ist hochinteressant. Also du hast eine Nahtoderfahrung, du weißt, es geht im Jenseits weiter. Ich danke dir für die Information. Auch ich weiß, es geht im Jenseits weiter. Hast du denn Erinnerungen an deine vorherigen Leben? Vielleicht mal korrigieren, das war eine Nahtoderfahrung, sondern das war eine Toderfahrung, weil Nahtoderfahrungen habe ich auch gehabt, aber die waren anderer Art. Ich hatte also mal eine Situation, wo ich einen Herzstillstand als Jugendlicher hatte in der Kindheit, nochmal in der Rückführung bearbeitet und festgestellt, dass an diese Nahtoderfahrung, die ich da hatte, also das war dann wirklich eine Nahtoderfahrung, wo nur ein Sekunden anhaltender Herzstillstand erfolgt hat aufgrund eines Schrecks. Das war dann der Anker in Verbindung mit einem früheren Tod, dass ich dann in diesem Leben jahrzehntelange Albträume hatte. Aber das war jetzt wirklich nur eine Nahtoderfahrung. Die andere Erfahrung, wo ich in der Quelle war, da war ich tatsächlich richtig tot. Das heißt also, der Körper war komplett aus. Und die Verbindung war auch runter, was in dieser anderen Schrecksituation nicht der Fall war. Das heißt, da war ich immer noch energetisch mit dem Körper verbunden. Und das würde ich dann als Nahtoderfahrung bezeichnen, wo ich dann durch diese Situation eine Verbindung in frühere Leben reingekriegt habe. Ich habe aber auch bei anderen Gelegenheiten so einzelne Ausschnitte aus früheren Leben mal begutachten dürfen. Und wusste, dass es also auch Sache meine Lebenssituationen und Lebenserfahrungen waren, weil ich diese emotionale Bindung sofort gespürt habe. Und da bin ich schon in den extremsten Situationen gewesen. Also das Älteste würde ich mal sagen, was ich mich erinnern kann, muss irgendwo in sehr, sehr frühen Zeiten gewesen sein. Da habe ich im Dschungel gelebt. Und die Eindrücke waren einfach nur Glück, ringsherum die pure Natur, die Geräusche, die Gerüche, das durch das Blätterwerk dringende Licht. Das war einfach traumhaft paradiesisch. Und dann vielleicht eine spätere Erfahrung auf irgendeiner, ja, auf so einem Baumfeld, wo irgendeine Obstblüte war, ein wunderschöner Sommertag und so. Und die blühenden Bäume, das waren nur gute Gefühle. Dann gab es aber auch Ausschnitte zum Beispiel aus Kriegssituationen. Da denke ich mal, war ich aus welchem Grund auch immer in irgendeinen Bürgerkrieg involviert, wahrscheinlich der Nord gegen Südstaaten, weil anhand der Uniform, die ich dann in den Ausschnitten gesehen habe, war ich wahrscheinlich auf Seiten der Nordstaaten im Kriegseinsatz seinerzeit in diesem Leben, weil ich den Südstaatlern gegenüber Angst hatte. Und da gab es also so Situationen, die waren mit Ängsten gekoppelt. Dann gab es auch Ausschnitte aus ganz anderen Inkarnationen, teilweise bedrohlich, teilweise eher erheiternd. So einzelne Fetzen sind mir vorgeführt worden. Und als ich in einen Tod, wo ich mal gehängt worden bin, in Frankreich wahrscheinlich, durchlaufen habe, habe ich also auch nochmal überprüfen können in dieser Rückführung, dass denn Tatsache, bis dahin habe ich auch nur dran geglaubt und war mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, dass Tatsache im Moment des Todes dieser Lebensfilm abläuft. Und da habe ich dann aus diesem Leben, was da zu Ende ging, einzelne Sequenzen wie in so einem Spielfilm vor meinem geistigen Auge abspielen sehen, so Ausschnitte, die irgendwie prägnante Inhalte hatten. Also da habe ich zum Glück eine ziemlich große Bandbreite an Erfahrungen gekriegt, die mich mit einem ziemlich stabilen Fundament an Sicherheit ausgerüstet haben, weil ich wusste immer, dass es sich nicht um Illusionen oder um subjektive Wahrnehmung handelt, weil ich Tatsache in dieser emotionalen Realität sofort meine Verknüpfung gefunden habe. Also ich habe sofort gefühlt, das war jetzt nicht eine Erinnerung oder irgendwas eingespielt oder aus irgendeinem Film, den ich gesehen habe, sondern es war Tatsache mein eigenes Erleben, weil das fühlt sich anders ein.
Erinnerung, die eingespielt ist oder das, was Tatsache schon mal gelebt worden ist. Ja, das ist jetzt hochinteressant, denn ich habe auch Erinnerungen an verschiedene Leben. Ich weiß noch von Situationen, wo ich gelebt habe, verschiedene Aktionen gemacht habe, aber eigentlich alles, was sich hier in der Jetztzeit abgespielt hat, auf verschiedenen Zeitlinien. Das sind für mich aber mehr Erinnerungen und keine Rückführungen gewesen, sondern ich weiß mit bestimmter Sicherheit von Leben, die ich schon mal hatte. Wie kannst du dann, wie machst du das mit der Rückführung und wie bestätigst du dir das, dass das real war? Ach, manche Rückführungen, manchmal explizite Rückführungen, das waren einfache physische Körperprozesse, die dann durch die Erinnerungsfähigkeit oder das Speichervermögen des Körpers, wo ja an jedem Punkt immer diverse Erfahrungen aus früheren Leben gekoppelt sind, dann mal spontan diese Verknüpfung wieder aufs Leben lässt. Und dazu brauche ich explizite Rückführung machen. Da kann man, wie gesagt, einfache Körper nehmen, indem man den auf irgendeinen Punkt orientiert und dann kommen die damit in Verbindung stehenden Erfahrungen hoch, die dann da angebunden sind. Ich habe natürlich auch Rückführungen gemacht oder machen lassen, natürlich dann von anderen, wobei ich sagen muss, die Rückführung, wo ich mal gehängt worden bin, habe ich mich selbst zurückgeführt, was also nicht ganz einfach ist und auch einiger Übung bedarf. Aber wie auch immer, diese ganzen Strategien sind immer objektiv gelaufen. Das heißt, nicht im Zuge von irgendwelchen hypnotischen Strategien oder so. Davon halte ich mich dann immer bei Vollbewusstsein und im Wachzustand. Und da ist es so ja möglich, so, unter einer relativ einfachen Technik, wenn sinnvoll, sowas sollte man nicht spielerisch einsetzen, wenn sinnvoll, im Café irgendwie jemanden mal in seine Kindheit zurückzubringen und mal schnell ein Problem zu lösen, während ringsherum das Leben tobt. Also das ist nicht so aufwendig, wie gerne dargestellt wird. Man muss bloß die richtige Technik dazu gegeben und geht bei Vollbewusstsein. Das heißt also, das geistige Wesen entscheidet sich, wenn es seine Fetten Stück für Stück wieder rehabilitiert hat, will es das jetzt und braucht es das jetzt. Geht natürlich immer nur dann, wenn eine Notwendigkeit da ist. Das ist wie überall im Leben. Ohne Notwendigkeit, also ohne starken Antrieb, ist das geistige Wesen nicht sehr bereit, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu verändern. Und so ist es mit diesen Erfahrungen genauso. Und ich hatte halt einige sehr starke Notwendigkeiten. Ich wollte viele Sachen ändern in meinem Leben, die mich gestört haben. Und aufgrund dieser Notwendigkeiten habe ich dann auch es leicht gehabt, wenn es auch manchmal dann mit Arbeit verbunden war, an so alte Erfahrungen ranzukommen. Und das sind halt die Qualitäten. Aber da ist der Markt ja voll von verschiedenen Strategien, die also nicht alle ganz unbefangen sind. Manche sind sehr interessant. Also ich habe zum Beispiel mal eine Aufstellung gemacht, eine Familienaufstellung. Da bin ich mal im Rahmen einer Esoterik-Tagung so aus dem Publikum mal ganz unversehens reingerutscht und wollte einfach mal gucken, was da so abgeht und musste feststellen, Tatsache, auch diese Strategie funktioniert, weil dauerte nur wenige Minuten und ich war in der emotionalen Resonanz mit der Person, die ich dargestellt habe. Total faszinierend. Das war also die Bestätigung, dass wir Tatsache energetisch alle immer verbunden sind. Nur die Qualität, wie die Verbindung gerade ist und die Art der Wahrnehmung, wie wir uns darauf konzentrieren, ist halt unterschiedlich. Okay, ja, das ist also die typische Erleuchtung, ist praktisch die Möglichkeit, bis zu den halben Planeten mit seinem Bewusstsein umarmen zu können. Das wird natürlich verhindert. Warum? Weil ein Volk von 60, 70, 80 Millionen zum Beispiel mit Erleuchteten sich viel, viel schlechter verwalten lässt als mit Menschen, die nur 5 Sinne haben. Und das ist natürlich ein gefährlicher Bereich. Es werden also Leute zwangspsychiatrisiert, bevor sie die Erleuchtung erreichen. Und gut, aber reden wir dennoch darüber. Es ist nämlich so, ich bin auf der Suche nach der Zeit. Die Zeit ist ja relativ. Es gibt den Herrn der Zeit. Sagt dir der Herr der Zeit etwas? Das soll angeblich Luzifer sein. Oder ist es die ewige Menschheit? Die ewige Menschheit sind Entitäten, die leben von Zeit zu Zeit und sind immer gleich alt. Die brauchen auch nicht essen und nicht trinken. Die sollen in einer anderen Dimension leben. Und unsere Aufgabe ist es, zu erblühen und zu sterben und zu erblühen und zu sterben, bis wir dann die Überwindung schaffen und dazu müssten wir aus dem System heraus.
sind viele bekannte Aussagen aus der ESO-Szene oder aus der New Age-Bewegung, die ich mit sehr großer Vorsicht immer mir betrachte. Und zum Glück habe ich ja viele Informationen in meinem Leben gekriegt aus diesen Bereichen und in Verbindung mit meinen eigenen Erfahrungen, stellt sich ein bisschen anders dar. Weil die Zeit ist nichts weiter als eine Grundbedingung, eine Hauptspielregel, um dieses Spiel spielen zu können. Und das jetzt wieder mit irgendwelchen Entitäten in Verbindung zu bringen, soll nur wieder Ängste schüren, Nein, soll nein. nur wieder Schwierigkeiten kreieren und so weiter. Da bin ich mal vorsichtig, weil wenn etwas an Kompliziertheiten angebunden ist, dann deckt es sich meistens nicht mit der Realität, weil wir als geistige Wesen, wir sind tatsächlich schöpferisch tätig. Das heißt, wir wirken mit an der Kreation der Zeit. Und die Zeit ist ja nichts weiter als das Aufhalten von immer wieder neuen Räumen, um durch dieses Spiel zu gehen, was wir dann, während wir spielen, immer wieder neu kreieren, also permanent wieder neu entwerfen und drehen. Und die Zeit ist nichts weiter als eine Spielbedingung. Und die Zeit manipulieren wir selbst. Wenn wir uns richtig beobachten, für den, der schon ein bisschen wacher ist, der wird auch feststellen, dass er einen Einfluss auf den Ablauf der Zeit hat. Jetzt nicht nur rein subjektiv aus der Wahrnehmungsebene so erscheint, als wenn der Einfluss real ist, sondern der auch Tatsache da ist. Das heißt also, jeder kennt ja die Gefühle, dass man manchmal denkt, die Zeit rennt schneller, manchmal denkt man, da die Zeit vergeht gar nicht. Da steckt aber auch ein gutes Stück Realität drin. Das heißt, wir wirken auf den Ebenen schöpferisch. Und die Zeit ist nichts weiter als eine Dimension, Burkhard Heim würde das als Dimension bezeichnen, die notwendig ist, um dieses Spielfeld in sich spielbar zu machen, es aufzufalten, es erlebnisfähig zu machen. Und da sollte man nicht so viel mystifizieren. Wir haben hier ein hochspannendes Spiel kreiert und es ist ein Gruppenspiel. Da wir ja alle miteinander verbunden sind, haben wir uns darauf geeinigt, auf bestimmte Spielregeln. Und innerhalb dieser Spielregeln haben wir uns Freiräume gelassen und mit denen agieren oder interagieren wir jetzt. Also aus meiner Sicht ist das eine relativ einfache Konzeption. Und dass es natürlich mehrere parallele Universen gibt oder mehrere parallele Spielwiesen, da bin ich mir denke, mittlerweile auch schon ziemlich schlüssig, dass es so ist, weil wir sind einfach zu groß als geistige Wesen in unserer Reichweite, als dass wir uns mit einem Spiel zufrieden geben. Wir begrenzen uns hier sozusagen nur freiwillig, um den Erlebnishorizont nicht unnötig zu begrenzen. Weil ohne die Begrenzung wäre der Erlebnishorizont schnell verspielt. Weil wenn wir die Begrenzung wegnehmen, dann wären wir wie im universellen Wissen und dann wäre das Spiel wieder belanglos. Bei einem Spiel, wo ich von vornherein alles weiß, ist nicht mehr spielenswert. Es verliert seinen Reiz. Richtig, ja. Also das Leben ist ein Spiel sozusagen. Aber ich möchte noch mal auf ein anderes Leben von mir, an das ich mich erinnere, anspielen. Und da war ich ein Manipulator der Zeit. Ich konnte mit meinen anderen Mitmenschen die Zeit manipulieren, sodass partiell einzelne Vorgänge sich wiederholt haben in der Menschheit, ohne dass es ein anderer mitbekommen hat. Und die Zeit an sich ist nur das Ablesen von materiellen Zuständen. Das heißt, es gibt keine absolute und stringent laufende Zeit für alle, sondern sie kann partiell verändert werden. Natürlich ist Zeit auch variabel, weil Zeit ist ja immer von den konkreten Spielbedingungen abhängig und von den konkreten Spielern. Und dementsprechend ist es denkbar, dass in bestimmten verschiedenen Spielebenen, also auf anderen Weltkonzepten, die Zeit modifizierbar ist. Und wir können natürlich auch die Zeit in unserer Spielebene modifizieren. Ganz klar, weil wenn wir die Kraft haben, das Spiel immer wieder neu entstehen zu lassen, aus dem Moment heraus, dann haben wir natürlich auch die Kraft und die Fähigkeit, es zeitlich im Ablauf, in Slow Motion laufen zu lassen, also in Zeitlupe oder zu beschleunigen. Oder eben auch eine Dynamik einzubauen, wo sie keiner erwartet. Weil wenn man erstmal weiß, wie es läuft, dann stellt sich ja an, der Ablauf ein bisschen anders dar, als uns die klassische Physik das verkaufen will. Weil in der Gegenwart können wir zum Beispiel nichts verändern. In der Gegenwart können wir nur an unserem Drehbuch schrauben und sozusagen die nächste Szene schon vorbereiten. Wir können aber im Rückblick die Vergangenheit verändern. Das heißt, die Vergangenheit, unsere Vergangenheit ist nicht zwingend statisch, sondern unterliegt einer Dynamik. Weil in dem Moment, wo wir drauf schauen und
während des Schauens eine Veränderung einbauen, wird die genauso real. Das heißt, man kann so ja davon ausgehen, dass dann eine quasi Parallelrealität entsteht. Und dann kommen wir wieder zu dieser diversen Theorie, dass immer wenn eine Entscheidung eine neue Weiche sozusagen stellt, ein neues Multiversum mit all seinen Für und Wider entsteht. Das kann nach vorne gerichtet sein, kann aber nach hinten gerichtet sein. Und das Einzige, wo wir nicht eine Veränderung realisieren können, ist im Moment, wo wir uns befinden. Weil in dem Moment, in dem wir leben, in der Gegenwart, in der absoluten Gegenwart, sind wir immer nur Betrachter unserer eigenen Kreation. Und aus dieser Betrachtung heraus können wir zwar geistig schon das Drehbuch weiterschreiben und die Akzente setzen und die Energien setzen und die Visionen schon vorbereiten und den Raum damit prägen, sodass sich dann der nächste Akt automatisch zum richtigen Zeitpunkt aufhalten kann. Aber in der Gegenwart sind wir halt nur der Betrachter dessen, was wir vorher geschaffen haben. Das heißt, wir laufen also immer unserem eigenen Drehbuch hinterher. Ja, okay, also ich fasse mal zusammen. Es gibt die Gegenwart, die Vergangenheit, die sich dann ändern lässt durch die Gegenwart, und dann gibt es eine Zukunft. Und diese Zukunft setzt sich zusammen aus dem uralten Wort Zusammenkunft. Und die Zusammenkunft bestimmte die Schicksale von hellsehenden Menschen, die in die Zukunft sehen konnten. Wie haben sie dieses Schicksal bestimmt? Wir haben das Schicksal, welches sich aus dem Wort Schickel ableitet, ein Hämmerchen. Und diese Leute, diese Hexen oder diese Magier, die konnten mit dem Hämmerchen irgendwo draufklopfen und konnten dann magisch das Schicksal des Betreffenden verändern. Genauso können wir durch NLP, also neurolinguistische Programmierung, dazu gebracht werden, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Wie geht das? Wir haben ein kleines Hämmerchen im Ohr. Und wenn du ständig gesagt bekommst, du bist gut, du bist super, du bist spitze, du wirst was schaffen, dann wirst du irgendwann super spitze, gut und was schaffen. Das Gegenteil natürlich auch. Ja? Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir unseren Blick zuwenden. Wenden wir uns unseren Blick etwas Positiven zu oder etwas Negativen. Das ist so, dass es tatsächlich in den Baumeisterbereich hineingeht. Ich muss kurz erklären, was ein Baumeister ist. Das ist entgegen der materialistischen Sichtweise niemand, der ein Haus baut, in meiner Sicht, sondern ein Erleuchteter, der so starke Gedankenkraft hat, ein Illuminati, dass seine Gedanken real werden. Glaubst du auch an sowas? Ich habe sowas schon in Frankreich erlebt. Ich durfte mal mitspielen als Erleuchteter, was passiert, wenn die Gedanken materialisieren. Also, dass die Gedanken materialisieren können, erleben wir in jedem Moment unseres Lebens, weil es sind materialisierte Gedanken. Bloß nicht immer ist es so spektakulär, dass man es im Show-Effekt in zeitnahen Abläufen kreiert. Das heißt, die sogenannten Erleuchteten, die damit, will ich mal so sagen, Taschenspielertricks, übermäßig Aufmerksamkeit auf das Normale ziehen, was eigentlich jeder macht, heben sich daraus nur Pseudo hervor. Weil wir kreieren ja nicht nur sensationelle Sachen, sondern wir kreieren ja tatsächlich jeden Moment, der auf uns zukommt, der im Moment, wo wir im Jetzt sind, unsere Zukunft ist und im nächsten Moment in unsere neue Gegenwart ist, kreieren wir ja mit. Und aber halt nur im Rahmen eines Gruppenspiels. Und dadurch, dass halt viele Regisseure an dieser Szene drehen, haben wir das Gefühl subjektiv, dass es nicht nur unsere Kreation ist. Und durch die Sozialisierung, die uns halt in die ja, Fleischklops-Rolle gebracht hat, und der Fleischklops handelt ja alles nicht, der ist ja nur ein stumpfes Tierchen, haben wir natürlich sozusagen unseren Draht dazu verloren. Zumindest die, die noch im Spielfeld sind, so in dieser Sozialisierung. Die, die schon wach geworden sind, die verstehen die Zusammenhänge schon besser, weil sie wissen letztendlich, dass ich nicht erleuchtet bin oder erleuchtet sein muss, um dieses Spiel aktiv zu spielen. Wenn ich etwas haben will, dann ist es im Prinzip wie bestellt beim Universum, dann gebe ich den Wunsch raus, schicke den ab und dann wird es in Szene gesetzt. Ja. Und je nachdem, wie frei von Gegengedanken ich bin, also wie sauber schon meine Musterlandschaft ist, die mich sozialisiert, umso effektiver läuft es.
Weil wir haben natürlich, wir hören ja immer nicht nur, das kannst du nicht und das darfst du nicht, sondern wir hören ja auch gerade in der Esoterik-Szene oder in der New Age-Szene immer wieder irgendwelche Hindernisse werden uns ja einsuggeriert. Du musst erst einen bestimmten Grad erreicht haben, du musst erst das und das erreicht haben und du musst erst den und den Guru die Füße geküsst haben und dann musst du das 100 Jahre durchhalten und, und. Wir haben also Hindernisse, Hindernisse, Hindernisse und jeder, der davon genügend aufnimmt, wird in seiner Kreativität natürlich gebremst dadurch. Und wenn wir aber so sind wie die Kinder, so wie es schon in der Bibel steht, seid wie die Kinder, dann schöpfen wir wie jeder Meister sofort. Das heißt, die Momente im Leben, die ja relativ rar bei den meisten sind, bei mir im Übrigen auch immer noch, die Momente, die rar sind an bremsenden Mustern, die erzeugen immer sofortige Reaktionen. Da kann man drauf warten. In der Regel dauert es nicht länger als ein paar Sekunden bis maximal 2 Minuten ist die Reaktion da. Oder die Schöpfung ist entstanden. Aber Richtig. das sind... Das ist ja auch das, was Wolfgang Wiedergut sagt. Die Erleuchteten, die denken etwas, ein Unfall beispielsweise von jemanden, und dann passiert dem unmittelbar dieser Unfall. Das heißt, es gibt, so wie es große und kleine Menschen gibt, starke und schwache. So gibt es Erleuchtete mit viel Gedankenkraft und Menschen mit wenig Gedankenkraft. Was macht jetzt diesen Unterschied aus? Das ist ja die Frage. Warum hat der eine mehr Gedankenkraft, dass die Gedanken als Erleuchteter durchgehen? Und der andere so wenig, weil er sich so viel mit Altpapier beschäftigt oder sonst was, mit TV und Technik, was ja die Erleuchteten nicht nötig haben. Das führt mich dann hin zu der Frage, zu dem großen Siegel auf den Dollarschein, zu dieser Pyramide mit dem allsehenden Auge. Ist dann diese Person, dieser Antichrist, wie er in der Johannes-Offenbarung mit der 666 beschrieben wird, vielleicht ein Baumeister, ein Erleuchteter, der nur sich vorstellen muss, wie die Dinge zu laufen haben, und dann laufen die Dinge so. Ich würde mit dem Begriff Gedankenkraft da ein bisschen vorsichtiger umgehen, weil es geht hier nicht um Kraft, weil ein geistiges Wesen ist ein geistiges Wesen und ein geistiges Wesen hat grundsätzlich immer die gleiche Voraussetzung wie jedes andere geistige Wesen. Heißt, es muss keinen Muskel trainieren. Die Fähigkeit ist unisono bei jedem geistigen Wesen vorhanden. Der Unterschied liegt nicht in der Kraft, der Unterschied liegt in der Konzentrationsfähigkeit zum einen. Das heißt, wie stark kann ich meine Gedanken fokussieren? Wobei dann, wie gesagt, nicht auf Kraft ankommt, auf Stärke im physischen Sinne, sondern einfach auf Konzentration in qualitativer Hinsicht. Also wie sauber kriege ich meine Gedanken fixiert? Zum einen und zum anderen, wie viel sperrende Betrachtung habe ich noch in meinem Gepäck? Das heißt, eigentlich ist der Erleuchtete nichts weiter als einer, der sein Regal von Müll freiräumt hat, wo jetzt keine alten Entscheidungen, Muster oder sonst irgendwelche sperrenden Kriterien noch vorhanden sind, die seine Kraft bremsen. Weil das Fatale am geistigen Wesen ist ja, dass die Kraft in jede Richtung wirkt. Das heißt, wenn ich jetzt mich in die Märchenstunde versetze und sage, ich will jetzt Magier sein und ich will jetzt hier zaubern, dann ist das eine ganz tolle Sache. Im Bewussten, die Ratio spielt ja gerne mit so einen Dingern und diese Kraft würde dann Tatsache auch den Zauber bewirken. Aber im Unterbewusstsein steckt genau die gleiche Kraft verborgen. Und da ist nun mal das Regal voll mit ja, Mustern, die sagen, das kannst du ja gar nicht und das sind ja Märchen und das gibt es ja gar nicht und sperren ohne Ende. Das heißt, die Ratio wird dann mit derselben Kraft, mit der sie agieren will, ausgebremst durch dieselbe Gegenkraft, die neutralisierend aus dem Unterbewusstsein dann die Realisation neutralisiert. Aber das ist letztendlich nur eine Frage, wie sauber ist jemand von bremsenden Kräften, die seine Schöpfung neutralisieren und wie stark kann er sich fokussieren, also wie genau, wie lasergenau und wie präzise kann er seine Zauberkunststücke geistig kreieren, umso perfekter wird es dann. Okay, jetzt gehen wir langsam auf das Ende unseres ersten Teiles zu. Ich möchte nur noch kurzes von meinem Buchrücken hier vorlesen. Diese Welt ist eine Illusion, eine Täuschung von Magiern dieser Zeit. Die Magie heute versteckt sich nicht mehr hinter Formeln und Symbolen, sondern in moderner Technik, den elektronischen Medien, die der Verbreitung jener Magie dient. Das Ziel ist das Massenunterbewusstsein, das ständig Reizen ausgesetzt wird, um es nach Belieben steuern und die Standards für unsere als normal hingenommene Realität zu setzen. Du sagst dazu volles Bücherregal, ich sag auch dazu Reizüberflutung,
Und in dem Sinne würde ich sagen, du hast das letzte Wort. Ja, also wie gesagt, da ein kurzes Statement und eine kurze Antwort zu geben, ist bei diesem großen Bereich schwierig, weil es ist sehr mächtig. Und wenn wir die Sache als Spiel betrachten, dann können wir bestimmte düstere Elemente anders bewerten. Und ja, wir haben natürlich Manipulationen und sonst was in diesem Spiel mit drin. Aber aus geistiger Sicht haben wir teilweise selbst mitkreiert, weil wir sind halt, ja, sagen, erlebnissüchtig. Wir wollen raus aus dem Unisono und aus der Langeweile des Allwissens und haben uns deswegen Notwendigkeiten geschaffen, die das Spiel erst erlebbar machen und erfahrbar machen. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, dieses Spiel ist keine Illusion. Das ist ein Trugschluss, der gerne verbreitet wird, nach meiner Meinung, um das Spiel abzuwerten. Dieses Spiel ist ein hochqualitatives Spiel, wo Tatsache Realität geschaffen wird. Nur die Art und Weise, wie wir die Realität betrachten, ist manchmal ein bisschen fragwürdig, aber sie ist real und sie bleibt nachhaltig in Wirkung. Es ist eine Schöpfung und keine Illusion einer Schöpfung. Was wir manchmal daraus machen, trachterisch, kann man darüber streiten, wie jemand etwas betrachtet. Das, was aber geschaffen worden ist, durch uns, durch die Mitspieler, durch alle Beteiligten ist unbefangen. Das sollte man also nicht nihilieren. Die Nihilierung der eigenen Schöpfung hat fatale Folgen auf das Selbstverständnis der Schöpfer. Ja, das ist so schon richtig. Nur es gibt Leute, die haben sich eben so weit hinausgewagt mit ihrem Bewusstsein, dass sie entdecken mussten, dass nichts ist. Obwohl der Tisch als Materie vor uns steht, ist er im Prinzip nichts. Du könntest durchlangen, wenn deine Finger so beschaffen wären, atomar, könntest du durchfassen. Das sagt uns doch schon, dass eigentlich alles nur stehende Welle ist. Aber gut, danke, Thomas Patzlaff, sage ich dir nochmal, fürs Erscheinen. Das war die Sendung Valentin Mutrasil auf cracker.info mit dem Gast Thomas Patzlaff von Einigung-deutscher-souveräne.org. Ich begrüße euch gleich in der zweiten Runde mit den Zuhörerfragen.